Mit richtig viel Pech. So beginnt das Leben von Ente Wendy schon mit wenigen Wochen. Die hat als Küken das Bein vom Fuchs abgebissen bekommen, durch einen Zaun. Die vorherigen Besitzer geben sie im Gnadenhof Hoppels und Wutze in Hanau-Steinheim ab. Mit viel Liebe versucht Marita Hirschhäuser, hier jedem Tier ein gutes Leben zu ermöglichen. Für mich ist es ja eine fühlende Seele. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Eigentlich ist sie ja dafür gedacht, geschlachtet zu werden. Das ist auch insoweit in Ordnung, wenn das alles seine Richtigkeit hat, wenn es schnell geht etc. Jetzt haben wir aber dieses Wesen hier und zwar nicht zum Essen. Also gehört es zur Gnadengartenfamilie und wird genauso behandelt wie jeder andere auch. So erklärt sich auch das für manche sicherlich übertrieben scheinende Engagement für eine Ente. Eine Prothese sollte her, damit Wendy wieder am normalen Tierleben teilhaben kann. Das hier war der erste Versuch. Wir hatten ja vom Tierorthopäden hier die Prothese. Aber die ist einfach zu schwer. Die hat er speziell für sie angefertigt. Aber die ist einfach so schwer, wenn wir die anziehen, hat sie damit ein Problem. Ein Problem, das dieser Mann hier versucht zu lösen. Andreas Carpace, befreundet mit den Betreibern des Gnadenhofes und einer, der ein verrücktes Hobby hat, die unglaublichsten Dinge aus dem 3D-Drucker zu zaubern. Gar nicht so einfach. Da ich das ja nicht gelernt habe, war das Schwierigste eigentlich mit den Formen zu jonglieren, sage ich mal. Gucken, wie ich den Fuß hinbekomme, mit welchen anderen Kreisen, Vierecken ich das quasi so konstruieren konnte, dass ich irgendwann wirklich auf diese Form gekommen bin. Viele, viele Stunden tüftelt und druckt Andreas Carpace und dann endlich sieht es aus wie ein Entenfuß. Gestern der große Tag auf dem Gnadenhof in Steinheim. Die neue leichte Prothese wird angepasst, angelegt. Schon wieder scheint es einen Rückschlag zu geben. Aber dann kleine Veränderungen und Anpassungen vor Ort an der weißen Variante. Entenkumpelin Emma scheint das Wunder schon zu ahnen. Und dann, ja, dann steht Wendy immerhin. Das ist so toll. Das wird. Es ist ein Anfang, ein gelungener. Weitere Veränderungen folgen und natürlich Training. Denn mit einer Prothese zu laufen, muss ja auch erstmal gelernt sein.